Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von American Truck Simulator Staffel 3. What the? Staffel 3 Reloaded. Wir befinden uns auf einer Baustelle in Rwanda. Wir fahren eine 97.000 Pfund schwere Fräsmaschine. Ich glaube 773 Kilometer nach Marathon in Ontario. Ich würde sagen, damit wir auch was sehen, genug gequatscht. Und wir fahren los. Wir werden zwischendurch nochmal stoppen. Weil wir ansonsten zu früh da wären und ja. Also wir werden zwischendurch mal einen Zwischenstopp machen und halten. Und schlafen. Ich weiß noch nicht ganz genau wo. Gucken wir mal einfach kurz fix nach. Ich würde sagen, nach Chapleau vielleicht. Das sind wieder solche dämlichen Dinger da. Ich würde sagen, nach Chapleau. Also wir fahren an Chapleau vorbei und machen wir das. Natürlich wieder was vergessen. So, zack. Jetzt können wir richtig loslegen. So, 750 Kilometer, never mind. Obwohl, ich habe 750 gesagt, ne? Ich habe aber 775 gedacht. Deswegen, aber wir fahren scheinbar, wie es aussieht, erstmal auf dem Highway, auf Interstate. Es war irgendwie so klar, also war eben noch bei Discord gelesen, dass jemand gesagt hat, oh Mensch, das ist hier so bewölkt, die Sonne kommt nicht raus. Ich dachte mir nur so, ja, hier ist die Sonne da, aber sie hat auch nicht so extrem geschienen, aber also sie hat nicht durchgeknallt, man hat gemerkt, dass sie da ist. Und ja, natürlich, wenn ich jetzt irgendwie sowas wie ETS oder ATS aufnehme, ballert die so richtig rein, man kennt's. Ich bin's nicht anders gewohnt. War zu erwarten. War ein bisschen zu früh. Tanken müssen wir nicht, das ist schon mal gut. Wunderbar. Dann wollen wir mal runter auf die Autobahn, damit auch mit 100. Autobahn. Wir kommen jetzt auf Autobahn, Menschenskinners. Auf dem Highway. Interstate. Das war wieder knapp. Damit wir hier mit 100 Kilometer pro Stunde gen Marathon fahren können. Und verlassen Quebec im Laufe des Trips. Über die Frage, ob ich von der Interstate runter oder kann man es noch eigentlich schon als Interstate bezeichnen? Vielleicht möglich. Ja, doch, kann man glaube ich schon bezeichnen. Jedenfalls, ich mal gucken, ob wir von der Interstate nochmal runterkommen. Also. Hoffe mal nicht, weil die Interstate ist halt immer so ein Ding, da wissen wir, okay, wir kommen auf jeden Fall zügig voran, ohne dass wir irgendwie 300.000 Minuten später da sind, weil einfach die KI so langsam vor sich hingurkt. Und die haben halt noch die Überholmöglichkeiten auf Interstate.
da ist auch ein Interstate. Immer ein bisschen angenehm zu fahren. Man wird zwar ausgebremst, so gesehen, aber es ist eigentlich kein Problem, weil man kommt trotzdem voran. Im Gegensatz zu den Highways. So, wir sind vermutlich Eastern Daytime. Obwohl, nein, wir sind nicht vermutlich dann da, aber wir werden erwartet. Samstag gegen 2.30 Uhr Eastern Daytime. Wir können wieder rüber. Und wir verlassen Quebec und sind bereits in Ontario. Erstens 9 Kilometer haben sie auch schon gestottert. Geht doch ganz gut voran, auch wenn ich kaum was davon mitbekomme, was einfach so übertrieben hell ist, gerade hier wieder in meinem Zimmer. Das ist geil, das ist ein bisschen aufgenommen. Zumindest eine Folge kommt wieder hier ohne Licht. Wie gesagt, das mit den Ladungen, mit den KI-Trailern und so weiter, das muss sich dann in der zukünftigen Stadt verändern. Kam mir schärfer vor als gedacht, okay, natürlich war das ein bisschen unmüßig zu überholen. Geht noch mein Eisen. Ich hab ganz vergessen, wo wir müssen nochmal rechts abbiegen. Okay. Ah, stimmt, rechts, danach müssen wir links abbiegen oder geht's links runter und da. Geht's auch schon an, oh Gott, was war denn das jetzt nochmal? Chapleau vorbei? Chapleau war's. So, dass dann halt auch die Trailer der KI, wenn wir ein Custom Pack müssen, halt auch ja, dass man auch sieht, dass sie da sind und dass sie bremsen. Also so ist halt ein bisschen bescheiden, um es mal möglichst angenehm zu formulieren. Er begrüßt uns. Die Frage macht doch jetzt noch Sinn zu überholen. Wir haben es jetzt schon geschafft. Ah, wir überholen ja nochmal. Wir schaffen schon. Okay, schon klar. Holen. Bleiben wir im 15. Gang. Und dann geht es hier gleich schon wieder Richtung Gen Westen nach Chapleau, beziehungsweise über Chapleau nach. Ach Mensch! Ist ja gut, das ist ja schön. Jetzt doch wieder einspruch, na toll. War das nochmal, war das jetzt 86 Kilometer pro Stunde? Glaub schon, ne? So tempomatmäßig.
so schnell hier. Mensch, das können wir. Das ist ja der Wahnsinn, wie schnell wir hier sind. Macht für uns natürlich wenig Sinn, hier schneller zu sein, aber. Jetzt gerade nur ums Prinzip. Wir sind jetzt beide Linksabbieger. Der lässt mich wahrscheinlich durch. Doch nicht. Ja, aber. Vorne kommt natürlich jetzt wieder was. Aber eigentlich abzusehen, der lässt mich vor. Halt wieder mit gut, wir werden gleich auch auf die 100 fahren, aber ich schalte trotzdem den Format auf 86. Kilometer auch schon da. 500 Kilometer haben wir noch. Das ist also noch ein bisschen Strecke, die wir fahren werden. Mal schauen, ob das auch ohne weitere Komplikationen vonstatten geht. Vorne ist eine Baustelle oder nee, ist einfach nur ein Snyder Trailer, wenn ich es von hier nicht erkenne. Weil ich selber nicht mehr weiß, ob der Modpack mit drin ist oder nicht. Aber wird Sinn machen. Da die Arbeit machen und den Rest in den Tempomaten. So, Chaplot ist quasi schon im Greifweite. Werden natürlich wieder ein bisschen langsamer. Aber es ist mir so das Gefühl. Man kennt es ja mittlerweile nicht anders. Geht es hier bergauf? Tatsache. Ja gut, das könnte jetzt interessant werden. Haben. Muss ein bisschen ausnutzen. Also bei uns liegt es ja recht gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, jetzt sind wir im Arsch. Lebe die KI. War ja irgendwie klar, ne? Ei, ei, ei.
Es lief so gut, dann kam die KI. Und wollen wir mal wieder. Ja. Wir kriegen übrigens, weißt du, wo ich gerade hier auf den so stark auf den Dingspreis geachtet habe, geguckt habe, kriegen knapp 9000 dafür. Für die Fracht, für die Lieferung. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Geht ja schon mal in die richtige Richtung. So. 86 Tempomaten und weiter das geben. Das heißt, nächster Zwischenstopp, okay, Zwischenstopp nicht, aber nächster Wegpunkt, nennen wir es mal so, wäre dann nördlich von Chapleau. Von vorne in einfach viel zu starker Frequenz durch den Nebel. Fährt da vorne jemand oder nicht? Kann man so schwer erkennen, hier vorne fahren sie. Versucht hervorzukommen, so wie es aussieht, oder es ist ein Waldbrand, aber ich glaube, ey, wer ist das? Boah, sieht das nur so aus, als ob es eben so orange leuchtet. Langsam fahren die denn? Die fahren sogar noch langsamer als 86 Kilometer pro Stunde. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja schon beängstigend. 82 Kilometer pro Stunde. Ja, kann ich hier gleich rückwärts fahren? Die wurde immer noch. Tja. Unangenehmst. Ernsthaft? Man kann es auch übertreiben. Ei. Vor allem aufgrund der unrealistisch hohen Frequenz der KI-Fahrzeuge kann man auch einfach nicht überholen. Das ist jetzt irgendwie so was wie ein Stau wegen Chapleau oder was? Die Hälfte der Strecke haben wir mittlerweile geschafft. Dann geht's auch.
immer noch erstmal weiter auf dem Highway und dann später auf Interstate. Oh. Aber das ist ein ganz kleiner Highway, glaube ich. Hoffentlich geht gleich ein bisschen zügiger voran. Zumindest wird das erstmal, obwohl der erste schon wieder KI, schon reingerendert, von daher zu früh gefreut. Wobei, wir wollten ja hier sowieso gleich nach der nächsten Kreuzung, wo wir rechts abfahren müssen, mal uns aufs Ohr hauen, weil er einfach bollt. Frage, schaffen wir das trotz Schlafen noch vor der erwarteten Zeit da zu sein oder nicht? Also schaffen insofern nicht, dass wir es schaffen wollen, aber wird es dazu kommen, so ein bisschen. Das schaffen meine ich. Das war eher ein negatives Schaffen. Kein positives. Ich meine, was ich damit sagen wollte, so. 250 Kilometer, zwei Drittel der Strecke haben wir bereits hinter uns gelassen. Noch diese kleine S-Kurve. Und dort. Und hauen uns erstmal noch mal ein bisschen aufs Ohr. Wenn das 8 Stunden sind, dann ist das. Auch nur 3 Stunden. Schon, dann sind das. Sind das 11 Stunden oder sowas? Und sollten wir das genau im Rahmen schaffen, ohne dass wir uns danach nochmal irgendwie, ohne dass wir noch ein bisschen warten müssen. Richtung Norden nach Marathon.
Beziehungsweise erstmal auf die Raststätte. Ah, da können wir ja gleich mal tanken. In der Hoffnung, wir bekommen da irgendwie einen Slot oder einen Spot, wo wir auch wirklich schlafen können. Ist ja immer so eine Sache. Jetzt kommen wir natürlich nicht mehr hier rüber, weil KI und so. Muss halt warten. Dann steigen wir mal aus und tanken. Schnauze. Ja, hör auf zu hupen, die schlafen Leute. Können wir uns hier schon hinlegen oder noch nicht? Das ist die Frage. Ich meine schon. Okay, dann ignorieren wir das mit dem verdammten Mistscheiß schlafen hier, weil das einfach nur nicht eingesetzt wurde, scheinbar. Wurden die Schlafspots nicht gesetzt. Boah, ich will irgendwie die Traffic clearen, ne? Heißt, wir fahren jetzt einfach weiter und ignorieren den Scheiß, weil wir nicht schlafen können. Wir haben heute halt einfach so, als ob wir jetzt geschlafen hätten. Und ja. Beziehungsweise wir machen das so, weil man hier einfach nicht schlafen kann. Übrigens haben wir jetzt an diesem ganzen Scheiß hier wieder mal ein bisschen Schaden bekommen, weil, na, ist halt so, ich wollte gerade gucken, ob man da überhaupt schlafen kann, ging nicht, dann haben wir uns überschlagen, bla bla bla. Ja, man kennt's. Heißt, wir werden in Staffel 3 Reloaded nicht nach der Zeit gehen, wir werden einfach diese Erwartungszeit, wann wir dort sind, werden wir einfach komplett ignorieren und einfach nur fahren. Keine Lust mehr auf den Scheiß. Bei Staffel 2 Reloaded machen wir es natürlich und auch bei Autobike Simulator 2 Reloaded machen wir das. Autobike Simulator 2 Staffel 3 Reloaded, so, meine Güte. Ist aber heute auch heute echt besonders langsam. So wie es da eben wieder aussieht. 150 Kilometer haben wir noch namens durch. Müssen wir hier nochmal links abbiegen? Ich weiß es gar nicht. Was genau? Ups, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich auch nicht. Ich wollte darauf gehen, Mensch, das ist krass. Da ist ja schon bald, ne? Ist es da vorne schon oder nee, da kommt noch was dazwischen, ne? Oh. Hoppala. Ne, wir müssen einfach geradeaus weiterfahren. Perfekt. Also wir sind gleich im Marathon angekommen. Wir kommen zwar jetzt nur noch 8000 und nicht 8700, aber egal. Können wir nichts für. Für ist halt so. Einen eigenen Schlag bekommen wir trotzdem irgendwann. Wir fahren jetzt hier wieder unter 50.
wieder anstrengend hier, ne? Alter, jetzt gar. Auf 81 Kilometer pro Stunde habe ich, glaube ich, gemacht. Das war um die 80, ich weiß es noch. Meine ich, ach Gott, ich weiß es noch. Meine, natürlich weiß ich das. Oh, meine ich, wollte ich sagen, so. Sind es ja plötzlich eigentlich relativ flott unterwegs, ne? Also eigentlich und relativ erwachen. Katzensprung, Oakland Shippers, ein guter Ort zum Abladen von dieser Fracht. Geht's nochmal bergauf oder wie sieht das hinten aus? Kann ich mir nicht vorstellen. Ne, sieht einfach so aus. Bäume haben einfach nur so perfekt nachgeladen. Das sieht aus, als ob es nochmal bergauf geht. Wir waren noch gar nicht im Marathon, okay. Na gut. Das gehört immer das erste Mal. Ja, das war so, wenn wir Eisen gehen. Das nehme ich aber dankend an, dankeschön. War so klar, dass die Ampel wieder rot wird. Erster Aufenthalt im Marathon. Nice. Wir haben auf alle Fälle noch ziemlich viel aufzudecken. Wir sind mit knapp 2,5%. So gesehen erst, aber man kann auch sagen, immerhin bereits schon. Also, ich weiß gar nicht, wie es bei Staffel 3 aus, Staffel 2 aussieht, aber da sollten wir definitiv weiter sein. Oh. Gott, oh Gott. Aber ich glaube, es gibt auch wieder ein bisschen mehr zu entdecken. Wenn wir diese Staffel so gesehen beenden,
Und neu beginnen. Rechts abbiegen war jetzt gerade sehr gut. Boah, jetzt müssen wir links rum, glaube ich, ne? Links und dann da hinten nach rechts abbiegen, abliefern. Hier ist ja eh nichts los, von daher ist egal, wie wir hier fahren. Ich weiß vielleicht jetzt, wo hier was geschifft wird, weil ich glaube, hier ist kein Schiff und so weiter möglich, aber egal. Dann kassieren wir mal das bisschen Kleingeld, was wir da bekommen. Eine Fräsmaschine von Rongrongda nach Marathon geliefert, 756 Kilometer gefahrene Strecke, 10 Stunden gebraucht, knapp 100 Gallen verballert. Wir bekommen, okay, wir bekommen nur noch 6000 dafür, 319 Erfahrungspunkte, ja. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen und ich... Ah ne, Folge 7 war es ja tatsächlich. Ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video wieder. Hoffentlich ein bisschen angenehmer und also mit besserem Ergebnis. Und ja, wie gesagt, wir ignorieren jetzt diese erwarteten Zeitraum und spielen den in diesem Fall hier gar nicht mehr aus. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.